Hallo, meine Süßen! Meine Brigitte Box ist da. Ich mach's jetzt auf mit euch. Fettern! So, also, zunächst einmal muss ich ja sagen, die ist gestern angekommen. Aber gestern Abend, da kam der Paketbote. Und dann musste ich aber noch kochen, dann musste ich den kleinen Mann noch ins Bett bringen und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht so, oh, ich muss aber warten, dass ich diese Box mit euch gemeinsam auspacke, damit auch mein Überraschungseffekt auch richtig real ist und authentisch ist. Und ich konnte es gestern kaum erwarten. Und dann habe ich aber den Deckel abgemacht. Und dann habe ich mir einfach nur diese Schleife angeguckt. Und dann habe ich so gemacht. Das erzähle ich euch jetzt mal. Habe ich so gemacht, dann habe ich hier so reingeguckt. Und dann, dummerweise, du kannst nicht sehen, weil, das zeige ich euch jetzt auch, das erste, was man sieht, ist nämlich ein Folder. Da ist nämlich immer drin beschrieben, was in der Brigitte-Box, in der aktuellen Brigitte-Box zu sehen ist. Und jetzt halte ich euch das hin und ihr seid jetzt praktisch die Ersten, die das, also ihr seht das jetzt vor mir, was da drin ist. Okay, ich gucke da jetzt nicht drauf. So, ausatmen. Breathe in, breathe out, inhale, exhale. Ja, ich bin gut drauf. Ich war vorhin laufen, unten auf dem Laufband, denn draußen, ihr seht es vielleicht hinter mir, es ist am, ja, es regnet jetzt nicht mehr, aber es hat heute Morgen, als ich den Kleinen in die Kita gebracht habe, in Strömen geregnet. Und dann war ich schön auf dem Laufband, dummdi-dummdi-dumm, habe dabei schön Netflix geguckt und ja, 10 Kilometer und jetzt ist die Mami wieder happy. So, und jetzt. Jetzt ist es soweit. Ich spanne mich hier selber auf die Folter. Jetzt ist aber Schluss mit Gequatschen hier. Was ist das? Tee. Jetzt kommen wir nicht wieder mit so einem Detox-Gedönse. Was ist das hier? Zitronentee mit Ingwer. Okay, gut. Alles klar. Vielleicht habe ich wieder was für eine Verlosung. Zitronentee trinke ich nicht aus dem Beutelchen, wenn dann presse ich das frisch aus natürlich. Und auch nicht zu heiß, weil sonst zerstört man das Vitamin C durch richtig heißes, kochendes Wasser. Also muss man es ein bisschen abkühlen lassen und dann aufgießen. So. Das nächste. Oh, was ist das? Chiara Amra. Grüner Tee. Ah, grüner Tee ist immer cool. Grünen Tee, ihr Süßen, grüner Tee, der kann so vieles. Erstmal kickt der super gut, besser als Kaffee sogar noch. Regt den Fettstoffwechsel an, ist super gut für die Konzentration und Leistungsfähigkeit. Ich werde auf jeden Fall mal auch ein Erklärvideo zum Thema Grüntee machen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das in die Infobox. Und worauf ihr achten müsst, wenn ihr ihn zubereitet. Ne? Was ist das denn hier? Eine kleine Kosmetiktasche. Ist ja genau in meiner Farbe. Ne? Als wenn sie gewusst hätten. Aber gut, man gibt ja auch in dem Profil an, wenn man diese Box bestellt, was so seine Favorites sind und man gibt auch Hauttyp an und Haarfarb an, damit man halt auch personalisiert passend die Box bekommt. Weil bringt ja nichts, dass ich hier so eine Box bekomme und da sind Klamotten drin für ganz helle Hauttöne oder für blonde Haare. Ja, so ein kleines Ding kann man immer gebrauchen. Irgendwie brauche ich solche Dinger immer. Was gibt es als nächstes? Müsli Glück. Affenbande, ein Müsli-Riegel. Da. Müsli-Riegel. Hinsetzen. Ein Müsli-Riegel mit getrockneten Bananen und Kokoschips. Ja, gebe ich vielleicht mal dem Noah. Nehme ich mal mit für unterwegs, damit wir irgendwo hingehen. Hat er was zu futtern? Nee. Dann ist das ein Kajal von Lord and Barry. Ja, Lord klingt das schon mal gut. Silk-Kajal. Oh, Seidenkajal. Achso, für die innere Wasserlinie oder was? Die fürs Auge. Okay. Ja, sowas Weißes macht ja immer das Auge größer. Benutze ich eigentlich aber nie. Könnte ich aber mal machen, ne? Dann, oh, ein Lipgloss. Ich liebe Lipgloss. Von Etrebelle. Gloss Collection. Guck mal, die Farbe ist cool. Die Farbe ist schon mal super. Das ist genau mein Ding. Schön, schön, schön. Schön! Dann John Frieda. Ein Proteinshampoo. Ein Proteinshampoo. Mal gucken, wie das riecht. Boah, riecht voll wie Huba Buba. Oh mein Gott. Oh Gott, wenn ich das mir in die Haare schmiere, dann frisst mich mein Sohn auf.
Mama, du bist lecker. Ja, von John Frieda. Ja, eine gute Größe. Sowas reicht mir dann auch immer. Weißt du, ich habe keinen Bock auf so viel Tuben und Dinger zu Hause. Santa Verde Limited Edition Naturkosmetik Aloe Vera Body Lotion Sensitive. Ich wette, das ist parfümfrei. Obwohl, so ein bisschen Duft finde ich ja, ein bisschen Duft finde ich ja persönlich immer echt ganz schön. Wirklich. So, was ist das denn jetzt? Aloe Vera Body Lotion. Oh, ist zu. Oh, aber riecht schon mal gut. Also ich kann das riechen. Das riecht super gut. Das gefällt mir. Dezent, nicht zu aufdringlich. Man kann trotzdem noch Parfum auftragen. Ich habe mir nämlich jetzt dieses Chanel Chance geholt. Ich liebe Chanel Chance. Ich habe das jetzt so lange nicht mehr gehabt. So. Santa Verde. Santa Verde. Dann haben wir eine Anti-Rötungen-Pflegecreme von Letizia oder irgendwie sowas. Hautverdichtung mit schützendem Effekt für Mikrokapillargefäße. Ja, wenn man nämlich zu Rötungen neigt. Das finde ich jetzt aber mal, das sieht sehr medizinisch aus. Ich werde mir das mal in Ruhe anschauen. Guckt euch das mal an. Vielleicht kennt ihr die Creme. Ich kenne sie nicht, ich kenne die Firma auch noch nicht. Aber dafür ist ja diese Box da, dass man auch mal neue Firmen kennenlernt und nicht nur das, was vielleicht im DM in den Regalen steht oder bei Douglas. Wobei Douglas ja auch oft sehr teuer ist, finde ich, bei manchen Dingen. Diese Schnipsel, guck mal, das ist alles so Schnipsel. Ah, John Frieda, was steht da? Luxurious Volume, Volumenkonzentrat, das hatten wir doch gerade schon, oder nicht? Das ist jetzt hier das Shampoo und das ist jetzt hier dann nochmal so eine Maske, oder was ist das jetzt? So, ach so. Aha, und dann die Gewohnheitsteile. Gut, das ist ein Konzentrat für nach dem Duschen, nach dem Haarewaschen und das ist fürs Haarewaschen so ein Proteinshampoo. Nee, da. So. Aufgestellt. Was ist das denn jetzt? Nochmal John Frieda, was ist denn los mit dem Johnny Boy? Schwereloser Protein-Conditioner. Jetzt aber, ne? Okay, jetzt habe ich es. Das ist das Shampoo, das ist der Conditioner. Da habe ich schon mal zwei Geschichten auf mein Haar getan. Und dann ist das auch anschließend irgendwie so eine Mixtur, die ich mir da auch noch reinschmiere. Und wehe, Johnny Boy, meine Haare sind danach total schwer und lassen sich nicht mehr stylen oder sehen. Geschweige denn fettig aus danach. Oh, was ist das denn hier? Ein Nagellack, ein Gel-Nagellack. Guckt euch mal diese Größe an, diese Tube. Die ist ganz schön, seht ihr das? Die ist ganz schön so breit. Hm, hoffentlich kann man damit auch gut streichen, wenn man, weil die so breit ist. Aber die Farbe ist cool, so eine richtige Frühlings-Sommerfarbe. Lieb ich ja im Sommer an den Füßen mit Flipflops oder an den Fingern. Ich liebe die Farbe einfach. Das ist genau mein Ding. Cool. Da freue ich mich drauf. Ja, hoffentlich trocknet dieses Nagellack-Gedönse auch schnell. So, ihr Schnuckelbutzels, das war die Brigitte-Box für den Monat. Was haben wir denn? Februar. Und ja, ich hoffe, das Zeug gefällt mir. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und ja, bei Fragen, Anregungen, ja, schreibt mir einfach. Und ja, ich werde vielleicht das ein oder andere Produkt hier in die Infobox verlinken. Und darauf möchte ich auf jeden Fall hinweisen. Das ist nämlich, das habe ich vielleicht schon mal in einem oder anderen Video erwähnt, mein Beckenbodenprogramm habe ich entwickelt. Es ist online und den Link findet ihr auch hier unten in der Videobeschreibung. Und ja, wer sein Beckenboden kräftigen möchte, der kann gerne auf diesen Link gehen und da gibt es einen 8 Wochen Beckenbodenkurs. Jawohl, für den kräftigen Beckenboden nach der Geburt und während der Schwangerschaft. Ihr Süßen, wo immer ihr auch gerade seid, ihr wisst schon, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss, macht's gut.